Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Deponia Doomsday. Wir haben ja beim letzten Mal irgendwie so einen Chronokar vor den Kopf gekriegt und der gute McChronicle ist dann nachher hier irgendwie runtergesprungen. Und was können wir hier machen? Hier können wir uns noch was ansehen, da können wir kurbeln, da können wir noch mit Gold sprechen. Wir haben es geschafft. McChronicle wird niemals in Kuvak eintreffen. Die Zukunft ist wiederhergestellt. Bist du dir sicher, dass wir nichts übersehen haben? Na ja, gut, es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch groß schiefgehen sollte. Hoffen wir, dass du recht behältst. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir die Chronokar-Kurbel jetzt nicht drehen sollen. So, erstmal gucken, was hier los ist. Na, sieht doch schon mal gut aus. Der Laden ist noch da, das Auto ist noch weg. Da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt. Wer bist du? Fufnex, er hat uns gesehen. Keine Panik, wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Haha, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fuloks. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallend. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur, Schnuffofo. Was sind Fuloks? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fuloks genannt. Aber in der nächsten Auflage. Hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Montgolfiere gearbeitet und... Was zum Kehricht ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Was? Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klucks dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ozelot. Ozelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Goal zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist... Kalt machen. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Oh nö, alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Gold kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus. Während Kugo noch nach einer passenden Sicherung sucht. Was? Geht es dir gut? Super. Ich werde gleich kalt gemacht. Du hast wenigstens die Wahl. Tolle Wahl. Hast du etwa vergessen, wie unser Abenteuer ausgeht? Auch wieder wahr. Ich finde, du solltest dich kalt machen lassen. Ach, meinetwegen. Da musst du den ganzen Scheiß nochmal durchmachen, um dich am Ende doch wieder in den Tod zu stürzen. Ha! Lass uns Streichhölzer ziehen. Hast du Streichhölzer? Meine hat Toni einkassiert. Meine auch. Wow. Wir haben so viel gemeinsam, ey. Okay, ich hab's. Ich denke an eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Ist sie größer, machst du alles nochmal. Okay. Bereit? 7. Verdammt, die hatte ich auch. Ja, scheiße, wenn man die gleiche Person ist und an die gleichen Sachen denkt. Was ist das denn jetzt überhaupt? Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, meine Shinshumas verunungelt zu bekommen. Aber vielleicht immer noch besser, als gebusockt zu werden. Okay. Huch. Hey,
Was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Das wollte ich aber nicht. Der schubst dich nur rum, Kugo. Das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ach, ich bin das gewohnt. Du kannst dir vorstellen, wie es mir mit diesem Namen auf dem Schulhof erging. Kugo frisst Xonugo. Kugo frisst Xonugo. Ach, Kinder können so grausam sein. Definitiv. Warum ist... Uff. Jetzt lass das Ding doch mal liegen. Danke. Schon wieder. Ja, ich wollte gerade fragen, warum Tak hier nicht rumläuft. Ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Hey, Tak. Verstehst du mich? Klar und deutlich. Ah! Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Nicht doch, du beschämst mich. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Hilfe holen, Utopianer überwältigen, Tunnel an... Können wir die nicht einfach überwältigen? Du musst die Utopianer überwältigen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Du schaffst das, Tak. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Bisschen viel, oder? Bisschen viel, Sir. Okay. Auf mein Kommando! Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tak. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Er sieht total panne aus. Und los! Abbruch! Abbruch! Warum? Ich habe keine freie Schusslinie. Okay, ich kümmere mich darum. Hä? Warte einfach auf das Signal. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. So, passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Ha, jetzt steht wieder alles. Und, habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Gar keinem. Wir brauchen mehr Bedenkzeit. So eine Entscheidung trifft man ja nicht jeden Tag. Man muss alle Pro, I und Contra abwägen. Habt ihr vielleicht so einen Flipchart, wo man was draufmalen kann? Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach, dich. Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinshuma-Klux aufgeladen ist. Hallo, lass das. Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht jetzt? Glaub nicht, dass deine eingeschränkten Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tak! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du Holax, da ist ja noch einer. Jetzt was? Egal jetzt. Um den kümmern wir uns gleich. Es heißt jetzt werfen. Jetzt! Und Energie. Werf! Hilfe! Zu spät. Hilfe.
Nein! Mist! Och nö! Das ist doch jetzt blöd. Tja, den Rest der Geschichte kennt er. Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich... Hat jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell, Moment. Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Ja, komm! Ich will doch nicht runterfallen. Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal, lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Ja komm, zieh dich hoch. Aha. Na, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Huh? Nein! Verdammt! Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Verdammt! Das ist jetzt nicht wahr, oder? Kommt hier auch immer her. Chillbot-Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Was? Puh. Was? Was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! Warnung! In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktion. Verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung! Warnung! Ihr Gefriergut ist in Gefahr! Moment mal! In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Oh oh. Was? Ah! Okay, können wir in der Kurbel drehen, dass wir die Zeit nochmal zurückdrehen können, um die Sprengung zu verhindern? Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal.
Was? Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Okay, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, oder wie? Was soll das denn? Ah, Mann. Ah, Knitterfolie. Knitterfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach, egal. Ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Okay, dann können wir ja nochmal rausgehen. Ach ja. Aber während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Mit Gas? Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ja, Elysium, ich sollte schon mal ihre schon Kristallgläser mal verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Ja, das ist doch schon mal vernünftig. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst, vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Also den Text könnte ich theoretisch schon auswendig. Nimm mir die Knitterfolie mit. Einmal raus. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hä? Hey, stopp! Och nö. Ich kann hier nicht parken, Sie. Hä? Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Ja? Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Ich Hast auch. Du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blux. Shinshuma-Klux. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-K erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich,
Das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Wer sind Sie denn? Der gleich den Oberf aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Ach, und du? Wie viel Reinkarnation bin ich denn, du? Kann mir das mal einer sagen? Ich würde aber sagen, ich muss das Ganze erstmal ein bisschen verdauen, weil dieses Ganze mit den Zeiten hin und her und hast du nicht gesehen, das war alles ein bisschen, ging schon arg auf die Synapsen, würde ich mal sagen. Ich muss das erstmal verdauen, verabschiede mich für heute von euch, hoffe ihr habt Spaß dabei und vielleicht habt ihr ein bisschen mehr verstanden als ich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, ciao.